Hey ho und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zurück zu Let's Play Far Cry 4. Wir sind jetzt, wir haben letzte Folge dieses... Wow, da kommt ein Laster. Anschießen, nochmal anschießen. Entführe den Truck oder zerstöre ihn. Das war meine Variante. Und oh shit, das Gras fängt Feuer. geht das schnell. Ja, ist aber dann verkackt, jetzt sind eure Felder ab. Upsi. Ja gut, habe ich gesagt. Stelle eine Spritze her, mit dem du schneller laufen, schwimmen kannst. Am Sack tue ich das. Du erleidest weniger Schaden durch Feuer und Explosion. Das finde ich gut. Mach ich doch. Leichte Angriffe schützen können. Nein. Du kannst Sprengpfeile, Brandpfeile und sonstigen Shit mit dir rumschleppen. Und what the fuck brennt das da vorne schnell ab? Können wir irgendwas machen? Dachsfell. Oh, da fehlt nur noch ein Dachs und dann können wir eine Waffe mehr tragen. Machen wir definitiv erst das. Okay. Entschuldigung, dass ich dafür M sag. So. Wo gehen wir hin? Da unten. Hier wäre eine Mission und Hauptmission wäre wo, wenn ich fragen darf? Wo wäre die Hauptmission? Da? Nein. Ach ja, finde ich schon wieder die Hauptmission nicht. Das einzigste hier. Wow, gibt es da viele Sachen. Okay, ist egal. Ich will diesen Außenposten da machen. Warum? Ganz einfache Sache. Dann haben wir den unteren Teil der Map erkundet und dann können wir einfach vordringen in den oberen Teil, so von unten. Wenn ihr wisst, was ich meine. Das ist auf jeden Fall die geile Variante. Und ja, das ist, worauf ich stehe. Und deswegen machen wir das auch. So. Munition auffüllen. Oh, das wird teuer. Ja. Verkaufen. Hab ich jetzt schon? Munition. Jetzt ist voll. Ja, als ob. Okay, was können wir denn? Verkaufen. Oh, Spritze herstellen. Verkaufen. Spritze herstellen, Upgrades herstellen. Ja, das wäre dann so alles. Aber da. Ach, wir haben so viel Kohle. Das ist schon geil. So, was können wir. Irgendwas. Eine Uplay mit 30 Uplay-Punkten. Ja gut. Vielleicht kriegen wir das ja irgendwann auf die Reihe. So einzigartige Waffen haben schon Swag, muss man schon mal zugeben. Oh, das ist jetzt aber schon angebracht, gell? Du kannst diese Waffe keine weiter auf... Ah, okay. Entschuldigung. Sonst irgendwas, was ich kaufen kann hier, so an Waffen, die ich vielleicht mal gebrauchen kann? Das sieht cool aus. Für 105? Karten. Aktualisierte. Und was bringt mir das? Das klingt cool. Und nochmal interessante Orte. Ich hoffe einfach mal, die Dinger nützen uns irgendwann irgendwas. Sonst haben wir gerade unnötig Geld ausgegeben. Und what the fuck sind jetzt viele Orte auf unbekannt? Ich glaube, das liegt da drin. Ich vermute es einfach mal. Man weiß auch nicht immer alles, aber ich. Okay, ich weiß manchmal alles. Ziemlich oft sogar. Ich hab gehört, du hast die Jäger getroffen. Ein Freund von mir hat das alles mit angesehen.
So. Und das da. Da oben ist noch so eine Truhe. Ich will die Truhe. Leute, bitte gebt mir die Scheißtruhe. Okay. Okay, warte. Komm ich da? Komm. Ja, geht doch. Oh, wie süß. Diese Leute hier. So normal. Money, money, money. Ist hier irgendwo ein Auto? Ich hätte schon gern Auto, wenn ich hier lang fahre. Langlauf. Quad. Episch. So, dann packen wir das doch mal bei den Eiern, wie ein Stier bei den Hörnern. Yeah. Let's go. So, ich überlege, ich muss immer Ausschau halten, falls irgendwo irgendwelche Tiere sind, die wir noch überfahren können. Ich weiß, wir werden echt asozial, aber das bringt einfach Brutales. So asozial ist auch, what the fuck. So asozial es auch ist, es bringt halt echt brutal. Und vor allem brauchen wir noch einen Honigdachs. Uncool, uncool. What the fuck was that? Alter, wie das aussieht in der Haut. So, Dude. Und du dienst. Boah, yo, uncool, uncool. Nur weil ich hinter euch herfahre, müsst ihr mich nicht gleich anschießen. Ich gehe so lange dieses scheiß Pergaminpolster davon abreißen, bevor ich hier noch getötet werde. Oder ich schaue einfach kurzerhand durch den Boden. Moin, wenn ich kann. Im Sprung, wir haben einfach die Skills. Aber warte mal, bevor wir gucken, was das da ist. Öffnen. Und jetzt gucken, hier ist ein totes Tier. Yo. Okay, was ist das? Und deshalb, meine kyratischen Brüder und Schwestern, esst ihr bitte niemals, niemals Krabbenrangoon in Kyrat. Ich bin Ruby Ray Runner und ihr hört im Moment den... Oh. OMG AJK. Na leck mich doch am Arsch. Ich würde dir gern die Hand schütteln. Ich habe dich eine Weile beobachtet. Du leistest wirklich tolle Arbeit. Du bist also der Typ aus dem Radio. Ja, das bin ich. Die Stimme vom Sender Freiskyrat. Ruby Ray Runner. Du kämpfst mit deinen Muskeln, aber ich mit Worten. Und du kennst das alte Sprichwort, die Feder ist mächtiger als das Schwert. Ich meine ehrlich, ich bin wie Rush Limbo, aber mit Seele und Gewissen. Außerdem, je mehr Leute sich von Pagan abwenden, desto weniger musst du töten. Dem kann ich nicht widersprechen. Tja, meine Möglichkeiten hier sind begrenzt. Ich verbreite die Wahrheit und mache die Lügner einen Kopf kürzer, aber einer muss die Drecksarbeit machen. Und sieh uns nur mal an. Klar, Choto ist dreckig, aber richtig aufmischen können wir keinen. Unsere einzigen Waffen sind Wasserpistolen und komm schon, Mann, deshalb hab ich auch diese Radioshow. Du hast die breiten Schultern und den Bizeps, um draufzuhauen. Du hast Propagandaposter abgerissen, das ist super, aber Pagans Propagandamaschine legt als Antwort noch einen Zahn zu. Seine Männer richten temporäre Propagandazentren ein und die verbreiten rund um die Uhr neue Lügen. Und was sollen wir tun? Siehst du diese Hardware? Hab ich selbst gebaut. Glaubst du, Choto hilft mir? Kommen sie ihn dir an, ein echter Grobmotoriker! Der Typ ist praktisch nutzlos. Damit überwache ich die Funkfrequenzen der Royal Army und konnte eines dieser Zentren aufspüren. Und ich sorge dafür, dass es den Betrieb einstellt. Herz und Verstand, AJ. Herz und Verstand. Es darf nicht sein, dass Pagan die Leute mit diesen Lügen vergiftet. Und dann hört die Propaganda auf? Nein, Mann, weit gefehlt. Aber keine Sorge, ich finde neue Propagandazentren, sobald sie entstehen, und schicke dir dann die Details zu. Bis dahin solltest du tun, was du am besten kannst. Zieh los, zeig's den Kerl, Mann. Mach das erste Zentrum platt. Oh, shit. Ich muss weitermachen. Hey, danke dir fürs Vorbeischauen. Choto, mach ihm einen Chai. Los doch!
Okay, sorry, das ist kein Fünf-Sterne-Hotel, aber wir tun, was wir können. Ist die heiß? Brauchst du frische Luft? Scheiße nochmal, sorry, man kriegt hier nicht raus, wie in einem Hitzeschrank ist Guantanamo Bay hier drin. War toll, dich zu treffen, Mann. Hey, wir sind zurück. Ihr hört Freies Kürat mit Rabbi Ray Runner und wir haben Fragen von unseren treuen Zuhörern erhalten. Die hier kommt von Janina. Sie schreibt uns Folgendes. Hi. Okay, cooler Typ. Ich frag mich nur, was der Kerl da hatte in dieser Box. Wahrscheinlich ein Haustier, aber das war ein bisschen creepy. Also so, wie sich das verhalten hat. Und verdammt nochmal, war der Köpfer, den wir gerade gemacht haben, schön. So, und verdammt nochmal schwimmen wir langsam. So, wir holen uns jetzt erst noch kurz den Punkt und danach... Okay. Dead Skill einfach. Nummer 1. Pfeile machen den Tieren echt viel Schaden. Oh shit, ein Hund. Eine Rudelwölfe. Wölfe? Ihr habt eine Sache vergessen. Ich hab nicht nur einen Bogen. Ich benutze ihn halt gern. Okay, da. Totes Tier. Jetzt ein glückliches Tier. Okay, das war hart. Ich komm mir so vor, als wäre ich voll der Tiermörder. Boah, yo, du. Scheiß Hund. Oder was auch immer du bist. Naja, egal. Ich komm mir vor, ich komm mir voll vor, als wie so ein Tiermörder. Also, ich stehe jedenfalls da wie einer. So wie ich mich hier übernehme gegenüber den Tieren. Aber ich meine, was soll ich denn machen? Ich brauche das Fell. Irgendwann. Wenn wir jetzt mal gucken. Herstellung dieses Wolfsfell hat, glaube ich, nichts gebracht. Ja. Habe ich richtig erkannt. Aber jetzt muss ich es ja aufsammeln. So, und ich überlege halt, wie wir da auf diesen scheiß Berg kommen. So, da kommen wir da hoch. So, wie war die Taste dafür, bitteschön? Das wüsste ich jetzt gern. Nee, ich wüsste jetzt gern die Taste. Ach so. Hey, auf die Bremse! Was zum... Das war echt uncool. Wo kommt ihr denn bitte schön auf einmal her? So, hier. Da ja, halten zum Durchsuchen. Halten zum Durchsuchen. Ich hab mal reich, wenn ich so viele Leute umbringe und so viele Tiere jage. Es ist uncool, aber ich werde reich. So, Kletterhaken benutzen. Ah, ich weiß wieder. Ich dödel. Ich vergesse es auf jedes Mal, weil die Steuerung einfach ein bisschen unlogisch ist. Ja. Das ist cool.
Ist das echt da, wo wir hinwollen? Ja, da gehen wir direkt hin, aber erstmal muss ich das Ding hier machen. Da oben ist das Pergamin-Poster. Gut zu wissen. So. Da hoch. Noch eins höher. So. Ja. Und jetzt müssen wir gucken, dass da das Poster, dass wir das abreißen. Da, wahrscheinlich an der einzigsten Wand. Oh Gott. Wie kommen wir bitte schon da hoch? Glaube ich, die. Nein, 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 Box, Box, Box. Okay, ja, okay. So, komm schon. Mann. Oh, das muss doch funktionieren. Scheiß Kiste! Mann! Wie geht das? Genau, wir ergeben uns und so. Auf jeden Fall. Da war ich gerade. Super! Kostenlos im Handelsposten. Ah, da oben war noch so eine Kiste, die hätte ich gerne. Mann, ist das schön hier. Unterhemd. Ups! Wow. So, jetzt, wie kommen wir da dran? Das war ein Fehlversuch. Immerhin versuchten wir es. Ganz ehrlich, die übertreiben ein bisschen mit ihren Stürzen. Und WTF, warum haben wir ein Messer drin stecken, wenn wir irgendwo runterfallen? Das macht keinen Sinn. Oh, was ist hier? Auf der Karte zeigt es doch irgendwas an. Ja, und was ist da neben mir? Nichts, ist einfach nur ein Viereck. Digga. Hast du die Leute vom Goldenen Pfad ausgehört? Wenn ja, würde ich dich jetzt töten. Ah, ich dachte, das wäre das Haus hier. Das wäre gut gewesen. Aber das ist es nicht. Oh Mann. Eine Bibel. Immerhin können wir jetzt ein bisschen Auto fahren. Ich dachte gerade, das wäre ein Tier. Ich weiß auch nicht, wie ich auf sowas komme. Und oh mein Gott.
Diesmal lerne ich, wie man's fliegt, bevor ich da irgendwas mache. So, wie funktioniert das jetzt? Erklär es mal. Ach, E halten zum Abspringen, okay. Okay, was war das für ein Tier? Ein Wolf wahrscheinlich. Ah, ich sehe es nicht, mein scheiß Arm ist im Weg. Hoho! Shit, ist das geil! Das ist ja richtig cool gemacht. Woo! Awesome! So, bisschen niedriger. Hat funktioniert. Bin zufrieden. Wir hätten aber dahin gemusst, hätte ich das ge... Mann, ich kann so schlechter navigieren. Da wäre ich ein bisschen länger geflogen. Tut mir leid. Tut mir leid, Leute. Ich bin da drin irgendwie noch nicht so geübt. Aber wenn wir jetzt eh schon hier sind, können wir kurz mal unser Zeug verkaufen. Weil wir haben gerade wieder ein bisschen. Jo. Neue Waffe, Dankeschön. Munition nachfüllen und verkaufen. Verkaufen, 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 verkaufen. So, jetzt ist die Frage, verkaufen, verkaufen, verkaufen. So, der Rest war nicht verkaufen. Ja gut, ich behalte mal alles. Schmeiß ich lieber unterwegs irgendwas weg. Vielleicht haben wir davon ja mehr. Ich weiß nicht. Naja. Warte mal. Gegner? Oh. Och, Menno. Da ist ein Königstiger. Das bringt mir aber nichts. Naja, gut. Fahren wir da zu unserer Quest. Die Mucke geht voll ab. Okay. Weg damit. Oh, da war ein Gegner. Ist da jemand? Der König! Unterwegs! Mach dich Sorry, Bro. So, jetzt ist er down. Halten zum Durchsuchen. Wir sind sehr sorgfältige Boys, was das angeht. So, die Frage ist, wie sprengen wir das jetzt in die Luft? Weil wir müssen das höchstwahrscheinlich in die Luft sprengen, weil ich meine, wie sollen wir sonst das ganze Zeug da zerstören? Also wir könnten es mit unserem, okay, das in die Luft sprengen, weiß ich sowieso, wie es geht. Auf jeden Fall dürfen wir gleich viel in die Luft sprengen, finde ich geil. Mann, haben die hier viel Zeug. Oh, meins. Ach du Scheiße. Bewegung,
uncoole Aktion mit der Granate. Vor allem von dem einzigsten Feigling, der da irgendwo im Nirgendwo chillt, kriege ich eine Granate zu spüren. Ernsthaft jetzt? What the fuck hat der in seiner Hand stecken? Okay. Jetzt habe ich's geschnallt. Ah, fuck. Ein Kopfschuss. Seid ihr Soldaten oder Ziegenhirten? Okay, alle Gegner eliminieren. Was? Wie bitte? Wie bin ich gestorben? Das soll mir mal einer erklären. Okay, das soll mir jetzt echt mal einer erklären. Wie zum Fick? Okay, diesmal schaffen wir es. Und jetzt da hoch. Jetzt heißt es nur noch, eliminiere alle Gegner. Bro. Ja, jetzt seid ihr down. So. Der Sieg gehört uns. Propaganda. Was ein uncooler Hinterhalt. Naja, kein Problem für mich. Ich hab's geschafft und das in kürzester Zeit. Okay, wir hatten davor ein bisschen den Fail, dadurch, dass so viele Gegner danach noch nachgezogen kamen. Diesmal ging es aber, dafür ging es jetzt richtig gut, was wir gemacht haben. Und wie schon dann die Leistung, die wir erbracht haben, ich bin richtig stolz auf uns. Und wir rauben jetzt einfach mal nochmal ein, zwei Kerle aus, dementsprechend wer hier noch ist. Die haben uns nicht entdeckt. Dann ist die Atoll. Ich glaube, im ersten Raum war ziemlich viel Munition noch. Ja, jedenfalls. Okay, das will ich irgendwie nicht aufnehmen. Naja, gut. Warte mal. Wo ist hier eine Kiste? Auf dem Dach? Als ob, ist da eine auf dem Dach. Nee, das glaube ich nicht. Und warum habe ich hier jetzt vorhin Schaden bekommen? Keiner weiß es und keiner will sie erfahren. Auf jeden Fall bekomme ich es jetzt nicht mehr und das ist schon mal gute Sache. So, jetzt ist erstmal die Frage, wo wir hingehen. Ich wäre dafür, dass wir das mit der Herstellung von dem Ding machen, mit einem Dachsfell. Und für ein Dachsfell
Ist halt so mal die Frage. Wo kriegt man sowas her? Dieses Ding, wovon keine Ahnung hat, was es ist. Hm. Da, direkt in unserer Nähe. Wenn wir Glück haben und jetzt direkt ein Dachsfell finden, dann muss ich sagen, sind wir echt geil. Hm. Hatten was Neues zu verkaufen. Munition nachfüllen, wovon wir eh viel zu viel verbrauchen. Wir bräuchten gar, glaube ich, einfach gar nicht mal so viel. Aber wir benutzen es einfach mal. So, und jetzt hoffe ich einfach mal, dass wir direkt irgendwelche Hunde... Ist ja immer so, wenn wir auf Jagd gehen und irgendwas Bestimmtes haben wollen, dann finden wir es nicht. Wenn wir nichts Bestimmtes haben wollen und auf Jagd gehen, finden wir es. Wir brauchen Hilfe, ich wiederhole. Weitere goldene Pfadsoldaten werden gebraucht. Unser Außenposten wird angegriffen. Brauche dringend Verstärkung. Okay, no worries. No worries. Hör zu, Kyrat, hier ist Dobby Ray Runner und ich habe eine Neuigkeit für euch. Ich wette, das Park an diesem Moment ausrastet. Ehrlich, der Koch bestimmt verboten. Jemand hat... So. Ein Schwein, wie süß. Will ich eigentlich gerne lesen. Ich wollte nur so tun, als ob. Sorry. So. Gut. Beutetasche, fast voll. Aber noch nicht ganz, deswegen nur fast. So. Ich schwöre, wir hätten hier ein paar Wölfe überfahren. Das mag WTF. Wir sind in die falsche Richtung gefahren. Und sowas erzählt mir keiner. Ja, leck mich doch. Wir hätten auch einfach in die andere Richtung losfahren können. Aber wenn halt der Wegpunkt sagt, in diese Richtung, dann mache ich das halt auch, weil ich ein cooler und korrekter Kerl bin. Naja, gut. Nächstes Mal. So, und diesmal der Straße folgen, bitte. Und falls wir einen Honigdachs finden, entweder anhalten und ihn umbringen oder ihn am besten gleich überfahren. So, was habe ich da jetzt überfahren? War das ein Honigdachs? Ja! Geil, das war ja einfach. So, Waffenhalter. Geile Sache. Wildschweinhaut brauchen wir. So, aber nicht nur ne. Geil, sind wir gut, ey. Boah, sind wir gut. Dann gehen wir direkt da hoch wieder. Und rüsten uns eine verflixte nächste Waffe auf. So, da wir jetzt einfach die Skills dazu haben, können wir jetzt hier, ja, zack, kaufen, Seitenwaffe, Waffe, ja, hier, was wollen wir denn? Was wollen wir denn, ist die Frage. Wir haben ja jetzt die Auswahl. Wir haben jetzt ernsthaft die Auswahl, Leute. Genauigkeit, okay. Hm. Okay, ich glaube, ich nehme mal die hier noch mit. Ja, die sieht ganz schön gut aus. Und ein gutes Zielfernrohr ist auch wichtig. Okay. Doch dann kamen sie und jetzt ist es tot. Ich hoffe aber mal, die ist wirklich gut. Wenn nicht, wäre kacke. Hol ich sie direkt mal raus am besten. Oh, oh. Stopp.
Soll ich ehrlich sein? Ich finde die richtig geil. Dann haben wir jetzt schon mal eine neue Sniper. Direkt irgendwelche Hippies getroffen. Und dann können wir direkt wieder da rein. Und können weiterverkaufen. Nochmal. Ah, falsche Tür. Boah, wären wir da jetzt reingegangen, hätten wir eine Mission gestartet. Das will ja hier keiner. So, und dann können wir nochmal verkaufen. So, dann können wir wieder rausgehen. Boah, ist das eine Hektik hier. So, und jetzt Fähigkeiten? Na, können wir da wirklich... Na. So, wo ist das jetzt, was wir brauchen? Entweder Wildschwein oder Panzerhornhaut, aber ich tippe auf Wildschwein. Weil ich ja nicht so gute Erfahrungen habe mit Panzerhornhaut-Viechern. Leider Gottes, muss man dazu sagen. Leider haben wir damit nicht so gute Erfahrungen. Ich meine, es geht auch einfach, aber man macht halt oft schlechte Erfahrungen. Und ich glaube, bevor wir weitermachen, wir machen nächste Folge diese Wildschweine und gehen dann direkt weiter zur nächsten Mission. Muss ich mir noch überlegen, welche? Naja, bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend. Macht's gut. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr schaltet ein. Ich hoffe, ihr seid dabei. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Und naja, dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.